Ich habe folgende Agenda mitgebracht, die ich Sie heute begleitend einführen möchte. Ich würde gerne zwei Zugänge wählen. Zum einen einen empirischen Zugang, der wahrscheinlich für viele von Ihnen einfacher ist, aus dem Leben gegriffen sozusagen, wo findet informelles Lernen statt. Dann wage ich aber auch noch einen theoretischen Zugang und kann vielleicht Ihre Frage klären, wo denn die Grenzen liegen eigentlich zwischen dem formellen und informellen Lernen. Insbesondere die Frage zu klären, was ist eigentlich informelles Lernen? Wir haben alle eine Vorstellung davon, aber wenn man jetzt wahrscheinlich den Einzelnen fragt, wird das relativ heterogen sein, was Sie an Antworten geben. Dann möchte ich jetzt auf das Thema der Bedeutung informellen Lernens kommen. Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört darüber, warum es bedeutsam ist oder werden noch bedeutsamer werden könnte. Ich möchte dem vielleicht noch ein paar Aspekte hinzufügen. Und dann möchte ich auf die Licht- und Schattenseiten kommen, nämlich auch die Frage, die hier schon angeklungen ist. Was sind denn eigentlich mögliche Risiken, Abbruchkanten, mit denen wir es in dem Umfeld zu tun haben? Und dann auch auf die neue Rolle der Bildungsanbieter zu sprechen kommen. Das heißt die Frage, was passiert mit Schule, Erwachsenenbildung, mit außerschulischer Jugendbildung, mit den Einrichtungen, die sich mit Bildung beschäftigen, wenn das informelle Lernen an Bedeutung gewinnt. Und dann vielleicht noch zu einem Fazit kommen. Ich hatte das Glück, heute ein bisschen früher in Linz anzureisen und den schönen Tag heute zu nutzen und bin ein bisschen durch Linz gegangen und habe nach Orten informellen Lernens gesucht und habe ein paar fotografiert und möchte sie ja kurz mitnehmen. Das ist eine Viertelstunde Weg durch Linz und bin gekommen an einem Ständer mit Flyern, das Weinfest, da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen was lernen, eine Statue von Kneipp, Informationsveranstaltung oder Informationsportal für Jugendliche, kulturelle Bildung, Landestheater Linz, ich bin in der Landesbibliothek vorbeigekommen. Ich habe einen schönen Ort gesehen, um sich informell auszutauschen. Ich habe was gelernt über die Reformation. Ich habe das Veranstaltungsprogramm im konfessionellen Bereich gesehen, für Kinder und Jugendliche auch. Ich habe was über Trachten gelernt hier in der Region. Ich habe was gelernt über Massage beim Aushang bei einem Apotheker. Ich habe die oberösterreichischen Nachrichten gesehen. Über erfahren, dass Franz Schubert hier war, Lernspiele über Österreich gesehen. Ich habe eine Stadtrundfahrt, die habe ich nicht gemacht, aber hätte ich auch machen können, hätte ich auch wahrscheinlich viel lernen können. Aushang über eine Reise, wo man etwas lernen kann, über Rosamunde Pilcher in England. Etwas über die Historie der Stadt, über die römischen Spuren hier bis hin zur Ars Electronica. Und schon der kurze Einblick zeigt eigentlich, wie viele informelle Lernmöglichkeiten es hier gibt. Das war jetzt wirklich ein Spaziergang quer durch Linz, was mir da alles begegnet ist und zeigt auf, wie vielfältig das eigentlich ist. Wenn wir aber uns anschauen, wo viel gelernt wird, wo viel informell gelernt wird, kommen wir eigentlich auch, wie im vorherigen Vortrag schon gezeigt, auch auf sozusagen die digitalen Medien, auf das Internet. Und hier sehen wir nur ein paar Zahlen, wie viel das genutzt wird und wie viel informelles Lernen da stattfindet. 2,3 Millionen Anfragen pro Sekunde in Google. Bei den 12- bis 19-Jährigen, jetzt eine Statistik aus Deutschland, haben wir 42%, die Wikipedia oder vergleichbare Angebote nutzen. Qualitätsdiskussion will ich jetzt nicht aufmachen. YouTube-Video hatten wir auch schon. Ich habe mal geguckt, wie viele Do-it-yourself-Videos es gibt. Können Sie jetzt raten lassen, ich sage es mal, 10,4 Millionen. Das hatten wir auch schon, das ist kurz angeklungen, zeigt auf, wie viel Lernpotenzial, wie viele Lernmöglichkeiten auch im Internet zur Verfügung stehen. Wie werden die genutzt oder von wem werden die auch genutzt? Ich habe mir das mal angeguckt über die Arten des informellen Lernens und habe da mal eine Statistik rausgegriffen aus dem Adult Education Survey für Österreich und da zeigt sich, 43,1% lernen mit Hilfe des Computers. Da kann man mal überlegen, ob man das viel oder wenig findet. In Relation Fernsehen, Radio, Videofilme sind es ein bisschen weniger. Führungen durch Museen, historische Stätten, Naturschauplätze, Industriestätten noch ein bisschen weniger. Und die Bibliotheken und Lernzentren sind leider ganz hinten. Ich versuche meinen Studenten immer zu sagen, geht in die Bibliothek und bewegt euch nicht nur im Internet, weil da gibt es ganz viele Dinge mehr als im Internet noch. Aber das sind nicht alle Formen oder alle Orte, wo man informell lernen kann, sondern wir haben es schon angeklungen gehabt, es gibt noch viele weitere Sport- und Naturschutzvereine, Flüchtlings- und Nachbarschaftshilfe im Arbeit, im Beruf, in der Freizeit, Elternschaft, auch eine ganz wichtige Entwicklung oder ein ganz wichtiger Punkt zum Lernen,
und so weiter. Und was lernt man da eigentlich oder wie muss man das einschätzen, was man da lernt? Und ich habe mal sozusagen das ein bisschen zugeordnet. Und wir sagen, was sind so wichtige Kompetenzen? Managementkompetenz. Ja, lerne ich natürlich im Sportverein, wenn ich dort eine Gruppe habe von kleinen Kindern, die ich irgendwie umgehen muss oder Kassenwart bin oder in der Vereinsführung arbeite. Bei der Sprachkompetenz, natürlich lerne ich das zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, im Auslandsaufenthalt oder auf Reisen. Interkulturelle Kompetenz, natürlich lerne ich das auch informell auf ähnlichen Wegen. Auch die Medienkompetenz findet statt, Learning by Doing, im Austausch mit Kollegen und auch Teamwork im Sportverein und so weiter. Also wir lernen ganz wichtige Kompetenzen für unser Leben eigentlich informell. Und vieles davon lernen wir auch formal, aber informell eben auch. Und da gibt es noch eine Menge andere Sachen. Es ist so die Frage, lernen wir eigentlich immer informell? Es gibt so die Aussage, natürlich, also man lernt ständig und immer zu informell. Ja, vielleicht. Aber es gibt eben Situationen, wo wir besonders viel informell lernen oder wo sozusagen das informelle Lernen besonders wirkt. Und das sind sozusagen Wissen- und Fähigkeitslücken. Dann, wenn wir feststellen, okay, bin gerade im Gespräch gewesen und da fällt ein Begriff Nomophobie. Was ist das? So, meine Frau holt das Handy raus und guckt immer gleich nach, sozusagen, wenn sie was nicht weiß. Vielen anderen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Sport und Spiel, wie jongliert man? Okay, das will ich jetzt wissen und gucke mir eben ein YouTube-Video an. Aber auch in Veränderungssituationen, also ein typisches Beispiel dafür, wenn es um neue Arbeitsanforderungen geht oder einen Arbeitsplatzwechsel oder wenn es um Einsatz neuer Technologien geht. Elternschaft, Pubertät, Ruhestand, auch Veränderungssituationen, insbesondere Pubertät, also wer hat das Küssen formal gelernt, das lernt man natürlich durchaus probieren, ganz informell. Schul-, Arbeits- und Wohnwechsel, Krisen-, Problemsituationen, Erziehungsprobleme, Eheprobleme, Mobbing, Krankheit, Tod, Arbeitsplatzverlust, alles das sind ganz gravierend einschneidende Veränderungen, wo wir eine ganze Menge lernen, sozusagen, und die dazu führen, dass wir auch in besonderem Maße vielleicht informell lernen. Kurzes Fazit, man lernt in allen Lebensbereichen und allen Lebenszusammenhängen, aber vor allem dann, wenn Wissen- und Fähigkeitslücken oder Veränderungen und Krisensituationen auftreten. Und wir leben sozusagen informell als eine Begleiterscheinung des Lernens. Und im Gegensatz dazu, sozusagen zum informellen Lernen, ist eigentlich das formale Lernen, das, was wir von der Schule kennen, eigentlich eine relativ neue Erscheinung, insbesondere für breite Kreise der Bevölkerung. Das ist sozusagen so die empirische Einführung. Kommen wir zum theoretischen Zugang. Die Wissenschaft beschäftigt sich natürlich auch damit, mit dem informellen Lernen, so als Phänomen, und versucht das ein bisschen zu beschreiben und klarer zu machen, was das eigentlich ist. Und was kommen wir da? Da kommen wir auf einen sehr bekannten Amerikaner, Philosophen John Dewey, der 1899 den Begriff der Informal Education eingeführt hat. Natürlich zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen es das Phänomen schon lange gab. Aber er hat es eingeführt. Damals, hier sieht man noch die Übersicht über seine Vorlesung, die er damals gehalten hat. Er hat sie übrigens selber gar nicht aufgeschrieben, sondern haben Studierende aufgeschrieben und erst viel, viel später, 1966, veröffentlicht. Also er hat es eingeführt und dann gab es eine lange Diskussion. Es gab immer wieder dieses Wechselspiel und diesen Konflikt zwischen dem formellen und dem informellen Lernen. Und es wurde gegenübergestellt, hier aus den 70er Jahren, Ivan Illich, Entschulung der Gesellschaft. Also ein Protest sozusagen gegen diese Verschulung, gegen dieses starre System, mit der Behauptung, okay, das meiste Lernen, das nimmt nicht Ergebnis der Unterweisung, sondern der unbehinderten Teilnahme an sinnvoller Umgebung. Es ist gar kein neues Phänomen, mit dem wir uns hier beschäftigen, sondern es ist etwas, womit wir uns eigentlich schon relativ lange auseinandersetzen, insbesondere so lange, seitdem es eben auch formale Bildungseinrichtungen gibt. So, damit stellt sich jetzt sozusagen die Gretchenfrage, was ist informelles Lernen? Ich könnte das sozusagen relativ einfach machen und Ihnen eine Definition der Europäischen Kommission geben und sagen, lesen Sie sich das durch, dann wissen Sie das. Das müssen Sie sich jetzt nicht durchlesen, ich versuche Ihnen das ein bisschen einfacher aufzubereiten, nämlich zu sagen bei der Frage, was sind denn eigentlich auch die Unterschiede? Und da kann man hier erstmal drei Aspekte rausnehmen, der Kontext unterscheidet. Also formales Lernen in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, nicht formales Lernen außerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung, also klassischerweise Erwachsenenbildung zum Beispiel, und informelles Lernen als natürliche Begleiterscheinung des Lernens, des Lebens. So, Kontext. Aber eben nicht nur Kontext, sondern zum Beispiel auch Abschlüsse. Man sagt, im formalen Lernen gibt es Abschlüsse, im nicht formalen Lernen nicht unbedingt und im informellen Lernen gibt es das gar nicht. Und ein dritter Aspekt, die Intentionalität. Hier sagt man, okay, formales und nicht formales Lernen ist vielleicht sozusagen eine Intentionalität da, ich will was lernen. Beim informellen Lernen gibt es das notwendigerweise nicht. Das heißt, ich lerne einfach irgendwas oder lerne
halt ohne das selber zu merken. Nun ist das super, haben wir drei Kriterien, eine schöne Definition und wie die Wissenschaft so ist, dann machen wir es mal kompliziert. Und hier habe ich 19 weitere Kriterien, nach denen sich das unterscheidet. Mit dem Ergebnis, Sie können das eigentlich gar nicht sozusagen idealtypisch unterscheiden. Zumindest ist das der Standpunkt, der hier vertreten wird. Dass Sie sagen, Sie haben so viele unterschiedliche Kriterien, dass wenn Sie sich eine konkrete Situation rausgreifen, diese eigentlich sowohl Aspekte des formalen als auch des informellen Lernens hat. So, damit ist Ihre Frage jetzt hoffentlich geklärt zum Unterschied. Es gibt sozusagen eine andere Herangehensweise. Was Sie jetzt nicht sehen, hier ist noch ein Pfeil sozusagen dahinter. Und zwar die Idee, das als Kontinuum aufzumachen und zu sagen, es gibt sozusagen Charakteristika des informellen Lernens und Charakteristika des formellen Lernens. Und es gibt sozusagen bestimmte, hier kann man eben 6 oder 19 aufzählen, Dimensionen, die man dann sagt, okay, es gibt eine Lernintention, es gibt eine Problemlösungsintention und so weiter. Und sozusagen in diesem Verschieben einzelner Kriterien auch Situationen zu beschreiben. Ich weiß, es hilft nicht weiter, aber es gibt keine bessere Antwort, als zu sagen, es gibt einfach nur 2 Möglichkeiten, das zu unterscheiden. Es gibt keine einheitliche Definition, sondern eben nur, entweder Sie nehmen sich eine und machen eine klare Abgrenzung oder Sie machen ein Kontinuum auf. Da muss sich jeder irgendwie verorten, das sage ich den Studierenden auch immer, die sind da nicht zufrieden, weil die gerne mal klare Antworten hätten, aber die kann ich Ihnen leider nicht bieten. Eine Besonderheit bietet noch sozusagen eine dritte Variante, die sagt, es gibt eigentlich sozusagen kein informelles Lernen, es gibt kein formelles Lernen, es gibt nur sozusagen Bedingungen, also informelle Bedingungen oder Kontexte des Lernens und formale Kontexte des Lernens. Das ist nochmal eine andere Definition. Kommen wir nun zur Bedeutung. Welche Bedeutung hat eigentlich das informelle Lernen? Wir haben sozusagen schon ganz viele Aspekte gehört. Ich will nochmal sozusagen verschiedene Aspekte beleuchten, die aus meiner Perspektive von Bedeutung sind. Das eine, was wir feststellen können, das finde ich eine gute Entwicklung, dass das informelle Lernen eigentlich in allen Bildungsstrategien und Bildungsberichterstattung mittlerweile eine Relevanz hat. Das heißt, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, sektoraler Ebene, wie die Kinder- und Jugendarbeit oder die berufliche Bildung und, was ganz spannend ist, sozusagen auch auf regionaler Ebene. Das heißt, für mich gehört das auch dazu, also wenn wir Bildungsberichterstattung machen, nicht nur über das formale System zu sprechen, sondern auch über das informelle System. Also auch über das zu berichten, was haben wir denn regional beispielsweise an informellen Bildungsmöglichkeiten wie Bibliotheken und die ganzen anderen Beispiele, die ich Ihnen gerade aus Linz gezeigt habe. Das ist von Bedeutung. Schaut man sich dann sozusagen den Umfang informellen Lernens an, und das ist eine ganz, ganz beliebte Diskussion, die mal aufgemacht wird, dann heißt es, 70% aller menschlichen Lernprozesse finden außerhalb von Bildungsinstitutionen statt. Das werden Sie ganz, ganz oft finden, wenn Sie im Internet recherchieren oder sich entsprechende Publikationen angucken. Und dann gibt es eine kleine Fußnote, die habe ich da sozusagen eingefügt, da oben. Und dann das mal mit ein paar anderen Studien noch hinterlegt, die zu teilweise anderen Ergebnissen kommen. Also Livingston, eine Studie in Kanada mit recht großen Teilnehmerzahlen, kommen auf 79%. Eine andere Studie unter Managern sagen, das ist 80% des Lernens. Und eine OECD-Studie aus den 70er Jahren sagt, das sind 2/3. Ich könnte Ihnen noch andere sagen, also die Range sozusagen, in dem sich das bewegt, geht von 30% bis 90% ungefähr. So pauschale Aussagen wie 70% des Lernens ist informell, halte ich für äußerst problematisch. Wenn wir sozusagen auf die Bedeutung informellen Lernens kommen, würde ich das ein bisschen anders lenken und würde sagen, es gibt eigentlich eine ganz grundlegende Bedeutung informellen Lernens, die sich daraus ergibt, dass es eigentlich 2 komplementäre Lernformen sind. Wenn wir von Kompetenz sprechen oder eine ganze Kompetenzdiskussion ernst nehmen, müssen wir eigentlich sagen, es gibt immer 2 Elemente, die wichtig sind, um Handlungsfähigkeit oder um handlungsfähig zu werden. Und das ist zum einen, ich brauche ein theoretisches Wissen, ein theoretisches Grundlagenwissen und ich brauche sowas wie Erfahrungswissen. Und das sind eben 2 unterschiedliche Wege. Das ist ein bisschen prototypisch, da können wir nachher nochmal diskutieren drüber. Aber wenn man sagt, sozusagen formelles Lernen führt in der Regel oder vornehmlich zu Theoriewissen und informelles Lernen führt vornehmlich zu Erfahrungswissen, dann können wir sagen, dass das zumindest 2 Wege sind, die sich komplementär ergänzen, um nachher handlungsfähig sein oder Kompetenz zu entwickeln. Einige weitere Gründe, warum informelles Lernen an Bedeutung zugewinnt, ist, dass formales Lernen zu unflexibel ist. Wir haben sozusagen, es wurde schon angesprochen gehabt, immer diese Verzögerungszeit beim formalen Lernen. Das heißt, wir haben einen Bildungsbedarf, wir sehen, wir müssen etwas tun, wir
sozusagen erheben den Bedarf genau, wir entwickeln ein Programm und bis wir es anbieten, ist der Bedarf eigentlich schon gar nicht mehr da, sondern er wurde auf andere Art und Weise gelöst. Informelles Lernen zeigt sich da viel flexibler, situations- und problembezogen. Ein weiteres Problem, was sich zeigt, Wissen spezialisiert sich immer stärker. Ein Problem mit Bildungsdienstleistern, mit denen ich rede, ist immer, ja, die sind so individuell unterschiedlich, die Bedarfe, und so spezialisiert. Ich finde überhaupt gar keinen Trainer, der das anbietet. Und wenn ich einen Trainer finde, dann habe ich bloß noch zwei Leute, die das wirklich interessiert. Also, mit zunehmender Spezialisierung wird eigentlich das Lernen auch sehr viel individueller und sagen so klassische Konzepte funktionieren dann nicht mehr. Und eine weitere Frage, die noch nicht aufgetaucht ist, ist die Frage, welches Wissen brauchen wir denn eigentlich? Und welches Wissen erwerben wir formal? Und ist es nicht so, dass wir das Wissen, was wir formal erwerben, perspektivisch eigentlich durch die intelligente IT übernommen wird? Und der Fokus, den wir eigentlich haben müssten, es geht stärker in der informellen Richtung, um eben genau die Kompetenzen zu erwerben, eben soziale und personale Kompetenzen zu fördern, müssen wir stärker in Richtung des informellen Lernens gehen. Das ist eine These, auf die ich mich auch freuen würde, die nachher mit Ihnen mal zu diskutieren. Also Bedeutung, Fazit, ist wichtig aufgrund der Komplementärfunktion, ist wichtig in Zusammenhang mit Zielen, also es ist nicht pauschal zu sehen, dass informelles Lernen bedeutsam ist oder nicht, sondern hängt immer davon ab, was ich eigentlich lernen will. Und tendenziell ist aber von der Bedeutungszunahme aus den genannten Gründen auszugehen, dass sich eben sozusagen die Ziele verändern, dass sich die Kontextfaktoren verändern, wie zum Beispiel Schnelligkeit von Entwicklung, sodass es dann zu einer Zunahme oder zu einer Bedeutungszunahme des informellen Lernens kommt. Das erstmal zu sagen zu der Bedeutung und jetzt zu den Schattenseiten. Wir hatten das schon ein bisschen angedeutet gehabt, in welche Richtung das gehen könnte, und ich würde das ein bisschen beleuchten wollen, nämlich die Frage, wer profitiert davon und wer steht da gegebenenfalls vor der Mauer. Wenn wir uns das anschauen, das sind jetzt mal Zahlen für Österreich, hatte ich schon gesagt gehabt, nee, hatte ich noch nicht gesagt gehabt, 28% der Österreicher lernen informell nach dem Adult Education Survey. Das kann man jetzt viel oder wenig sagen. Ich könnte Ihnen sagen, dass in Europa weit das über 60% liegt, diese Quote. Ich würde da gar nicht so viel drauf geben. Es ist immer eine Frage, wie fasst man informelles Lernen? Welche Bedingungen bin ich? Sozusagen, Sie haben in Österreich ein sehr stark formales Bildungssystem. Das haben Sie in anderen Ländern nicht so in der Art. Das sind alles Einflussfaktoren darauf. Schauen wir uns mal das Geschlecht an, zeigt sich, dass es da eigentlich gar keinen Unterschied gibt. Das finde ich ist ein sehr schönes Ergebnis. Bezüglich des Alters zeigt sich auch eigentlich nur ein sehr geringer Effekt. Wir hatten vorhin gehört, die These, dass es mit dem Alter vielleicht wichtiger wird, informell zu lernen. Das würde ich auch vertreten. Aber zu sagen, es gibt andere Faktoren, warum vielleicht stärkere Veränderungssituationen in jungen Jahren von Bedeutung sind. Aber insgesamt zeigt sich hier keine große Diskrepanz. Schauen wir auf das Bildungsniveau, und das ist sehr erschreckend oder sehr bemerkenswert, zeigt sich ein ganz großer Unterschied zwischen Personen, die eine Lehre gemacht haben und Personen, die einen universitären Abschluss gemacht haben. Also ein großer Gap zwischen der Beteiligung, so heißt es hier, am informellen Lernen. Staatsangehörigkeit, das steht natürlich nicht Staatsangehörigkeit, sondern Regionszugehörigkeit, Entschuldigung. Stimmt, nicht Österreicher und Österreicher, das ist auch zu sagen, ein Unterschied aber nicht so groß, und jetzt komme ich sozusagen zur Region. Da zeigt sich auch nochmal sozusagen eine relativ große Diskrepanz, auch innerhalb des Landes zwischen 18% und 25%. Ich war ein bisschen erstaunt bei den Zahlen, weil wenn man die deutschen Zahlen vergleicht, sind die Unterschiede hier nicht so groß. Also in Deutschland haben wir größere Diskrepanzen zwischen den Bereichen. Was sich aber zeigt, dass insbesondere das Bildungsniveau einen ganz großen Einfluss darauf auch hat, zu sagen, wie stark ich informell lerne. Das ist übrigens eine Feststellung, die man durch andere empirische Studien auch belegt hat. Kommen wir dann zu der Frage, zu sagen, was brauche ich eigentlich, um kompetent informell zu lernen, weil irgendwie zeigt sich ja, wenn man vielleicht nicht die Voraussetzungen mitbringt, kommt man vielleicht weniger zum informellen Lernen oder sagen, beteiligt sich weniger daran oder nutzt weniger die Möglichkeiten. Ich habe hier mal ein paar Aspekte zusammengetragen, die ich in dem Zusammenhang für bedeutsam halte. Das ist zum einen Informationskompetenz, sagen gerade im Zusammenhang mit digitalen Medien, also einschätzen zu können, wie gut Inhalte sind. Medienkompetenz, Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Medien. Selbstorganisationsfähigkeit, also wenn wir stärker darauf bauen, dass selbstgesteuert gelernt wird, brauche ich auch die Fähigkeiten dafür. Ich brauche Reflexionsfähigkeit, nämlich zu sagen, meinen eigenen Lernprozess zu bewerten. War das jetzt gut, war das jetzt schlecht, was muss ich verbessern? Selbstkontrolle und Selbstdisziplin über Lernzeiten und Lerninhalte, was lerne ich eigentlich und wie lange lerne ich?
Und ich brauche natürlich Neugier und Interesse. Und das ist ein ganz wesentliches Problem bezüglich der, sozusagen der Ausrichtung unterschiedlicher Milieus, dass es einfach in den sozioökonomisch besser gestellten Haushalten einfach eine größere Affinität insgesamt zum Lernen gibt, während sozusagen in Milieus mit niedrigem sozioökonomischen Status eine stärkere Unterhaltungsorientierung da ist. Und das sind Probleme, die kann man nicht so von heute auf morgen lösen, sozusagen wieder die entsprechenden Affinitäten einfach auch zum Lernen sind. Die Folie hatte ich eigentlich rausgelassen, jetzt habe ich sie nach der Einleitung wieder mal reingenommen, zur Qualität des Lernens, weil das natürlich auch eine wichtige Frage ist, wie stellen wir sicher, dass das, was dann eigentlich informell passiert, auch eine entsprechende Qualität hat. Und ich habe das nochmal hingeschrieben, sozusagen als Begleitung, als Headline, eine Formalisierung des Informellen, denn wir können eigentlich, wenn wir es ernst nehmen, eigentlich sagen, auf das informelle Lernen haben wir so wenig Einfluss, was da passiert an Qualität auch. Es gibt aber drei Punkte, auf die ich kurz zu sprechen kommen will. Das eine ist sozusagen den Input über die Lerninhalte, den Prozess, den Lernprozess und den Output, sozusagen die Lernergebnisse. Wenn wir auf den Input gucken, sind wir sozusagen bei den Inhalten. Und was zeigt sich? Da zu sagen, sind die richtig und verständlich? Also ist das, was ich lerne, Inhalt, ist das korrekt dort? Und ist es sozusagen didaktisch verständlich aufbereitet? Die Diskussion zu sagen über MOOCs und so hatten wir. Die Qualitätssicherung in dem Zusammenhang ist vollkommen unklar, wie das stattfindet. Man kann sozusagen da vertrauen, wenn es von Harvard kommt, wird schon richtig sein. Aber es gibt eben für viele, viele Inhalte im Netz keine entsprechende Qualitätssicherung. Wenn wir auf den Lernprozess gucken, ist die Frage, wie passend und wie effizient ist das? Also passt das zu meinen individuellen Bedürfnissen und lerne ich damit auch sozusagen schnell oder verliere ich mich irgendwo sozusagen in den Weiten des Internets mit den unterschiedlichsten Inhalten, die es dort eben gibt? Adaptives Lernen hier sozusagen als Schlagwort. Und die Frage der Lernergebnisse, wie effektiv ist es eigentlich, was ich da lerne und kann ich das in irgendeiner Art und Weise nachweisen, insbesondere wenn ich informell lerne? Und zu sagen, und alle diese Aspekte kann ich eigentlich nur sicherstellen, wenn ich versuche, diesen informellen Prozess wieder irgendeine Art und Weise zu formalisieren, also in ein Korsett zu packen oder zu begleiten oder wie auch immer. Chancen und Risiken, wenn man das mal zu sagen gegenüberstellt, bildungspolitisch wird ganz stark auch von der OECD oder von der UNESCO betont, Erhöhung der Bildungschancen. Risiken, Übermaß an Selbstverantwortung und damit sozusagen die Gefahr, dass sich mögliche Unterschiede einfach noch stärker darstellen. Ökonomisch, Nutzung von Ressourcen, natürlich bietet das unheimliche Potenziale, informell zu lernen, Strukturen in Betrieben zu schaffen, um sich auszutauschen. Aber die Frage ist, wie effektiv ist das, wenn ich sozusagen da mal gucken muss, bis ich das richtige YouTube-Video gefunden habe und ob das dann sozusagen das Richtige ist. Und pädagogisch sozusagen ist die Frage, Chancen, ganzheitliches Lernen, aber Risiken, auch willkürliches Lernen. Das ist sozusagen so eine ganz Frage, was mache ich denn als Pädagoge noch, wenn die Lernziele überhaupt nicht mehr klar sind und jeder sozusagen für sich entscheidet, in welche Richtung das geht. Licht- und Schattenseitung, Beteiligung ist unterschiedlich. Informelles Lernen ist nicht voraussetzungslos und informelles Lernen ist nur bedingt steuerbar. Daher ist die Qualität der Lernprozesse auch nur bedingt zu beeinflussen. Kommen wir zum Punkt der neuen Rolle der Bildungsanbieter. Und da sozusagen ziehe ich nochmal die Grafik von vorhin auf, sozusagen mit den beiden Pfeilen oder Wegen sozusagen des formalen und des informellen Lernens und mache nochmal zwei Brücken da rein. Wir haben die Brücken vorhin schon angesprochen, ich würde sie gerne jetzt mal benennen. Und ich würde sagen, eine wichtige Brücke ist in dem Zusammenhang die Reflexion des Erfahrungswissens und die andere Brücke ist die Vorstrukturierung des informellen Lernens. Vorstrukturierung meint in dem Zusammenhang zu wissen, in welche Richtung will ich, ich habe ein theoretisches Gerüst, um zu beurteilen, welche Inhalte sind für mich jetzt interessant. Und in dem Sinne sozusagen gibt es drei, sage ich mal, ganz banale, eingängige, grundsätzliche Formen der Verbindung. Ich lerne zuerst formal, nonformal und sozusagen gehe dann in eine informelle Lernphase über, also ein Transfer in die Praxis. Ich habe erst informelles Lernen und nehme das im formalen Lernen auf über die Reflexion meiner Berufserfahrung beispielsweise und ich habe sozusagen eine Form der Begleitung, in dem das beides parallele Prozesse sind, die zusammenwirken. Was können Bildungsanbieter tun? Wir haben schon viel sozusagen über Kontext gesprochen. Es gibt zwei unterschiedliche oder zwei, die man unterscheiden könnte. Das eine ist sozusagen digitale Lernumgebung. Das ist ein Bild oder ein Screenshot von einem Angebot des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, die eine umfangreiche Website aufgesetzt hat zur Professionalisierung von Erwachsenenbildnern.
um sich hier informell zu lernen. Und das andere sind Beispiele wie zum Beispiel Bibliotheken, die ganz umfangreiche Informationsmöglichkeiten bereitstellen. Oder hier sozusagen Beispiel von einem Inkubator oder Makerspace, also Räume zur Verfügung zu stellen, in denen Kinder, aber auch Erwachsene sich ausprobieren können. Kommunikationsangebote, Kaffeeküchen, Gesprächsgruppen und so weiter, aber auch die Frage von Raum- und Gebäudegestaltung. Wie müssen Schulen aussehen, damit sie sozusagen variabel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren können oder wie man reagieren kann? Kann man die Stühle sozusagen verstellen? Hat man Ecken, wo man sich zurückziehen kann oder die man gestalten kann und so weiter für informelle Lernen? Das sind alles sozusagen wichtige Aspekte, die in der Beratung und Gestaltung dann auch sozusagen Bildungsdienstleistern zukommen. Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Anerkennung und Zertifizierung. Hier Profilpass, zumindest in Deutschland, ein ganz etabliertes Instrument. Beratung zu Instrumenten der Kompetenzerfassung, Begleitung von Reflexion und Anerkennung und Zertifizierung. Das werden wichtiger werdende Bereiche in der Bildung. Wenn eben stärker informell gelernt wird, müssen wir gucken, was kommt dabei raus. Sozusagen, was ist der Output oder der Outcome und wie können wir das vernünftig bewerten. Ich habe das mal zusammengetragen für verschiedene Bereiche, da ich weiß, dass sie sehr heterogen hier alle sind, aber um ihm nochmal eine Idee zu geben, worum es geht. In der Schule zum Beispiel lernortübergreifender Unterricht. Wir machen bei uns an der Uni, gibt es so ein Lab, die beschäftigen sich mit Physik-Experimente am Smartphone. Da können Sie zum Beispiel Geräuschpegel aufnehmen, Fallgeschwindigkeiten, weiß ich nicht, Luftverschmutzung, keine Ahnung. Sie nutzen Smartphones und schicken die Schüler damit raus, um damit Experimente zu machen in ihrer Freizeit und nehmen das dann wieder auf sozusagen im Unterricht. Aber auch Exkursionen und Praktika sind sozusagen da Beispiele, wo man Räume öffnen kann, um sozusagen informell zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Hochschule, Aufgreifen von Berufserfahrung, duales Studium, ganz großes Thema. Also wie schafft man die Verbindung von Praxis und Theorie? Erwachsenenbildung, Online-Lernumgebung hatte ich schon angesprochen, Lernbegleitung, also gar nicht so sehr stark auf die Instruktion zu setzen, sondern auf die Begleitung von Lernprozessen. Zertifizierung von Kompetenzen, aber auch eine Stadt als Lernort gestalten. Also hier sehe ich zum Beispiel auch die Volkshochschulen mit einem ganz wichtigen Beitrag, den sie leisten können, hier bei der Regionalentwicklung. Und berufliche Bildung, Beratung und Begleitung des Lernens im Arbeitsprozess, das könnte auch ein wichtiger Aspekt sein. Um nur einige Ideen mal zu geben, wie das aussehen könnte. Achso, Ehrenamt hatte ich jetzt noch vergessen sozusagen. Beim Ehrenamt sozusagen ist der Aspekt, dass da eben sehr viel informell gelernt wird, aber das nicht konsequent aufgegriffen wird und hier könnte man noch Reflexions- und Lernmöglichkeiten bieten. Fazit, Verbindung formalen, informellen Lernens, Unterstützung informellen Lernens durch offene Lernformen, Lernbegleitung, Rahmenbedingungen, Anerkennung und Zertifizierung. Das sind sozusagen mögliche neue Arbeitsfelder, die sich ergeben mit einer Bedeutungszunahme informellen Lernens. Habe ich noch Zeit für ein Fazit? Ein kurzes. Ich fasse nochmal zusammen, das war jetzt ganz viel Information, aber was können wir feststellen? Informelles Lernen, Begleiterscheinung des Lernens. Ein allgemeines Verständnis gibt es nicht, was es eigentlich ist, sondern es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen dessen. Informelles Lernen hat allgemein an Relevanz gewonnen, aber es bietet eben auch Chancen und Risiken und es bedarf einer Neuausrichtung der Bildungsangebote. Jetzt die Frage, haben Sie was gelernt? War das jetzt informelles Lernen? Und was ist Nomophobie? Ich verrate Sie. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. We'll be right back.